Ich sage, es gibt mich, Tikio, und es gibt den Tikio, den anderen, den andere zu einer Puppe aus Kokosnussschalen machen würden. You mean the one people would play with? Du meinst den, mit dem Leute spielen würden? Anyone with the strength to pick me up may play with me, friend Shoti. Jeder, der stark genug ist, es mit mir aufzunehmen, darf mit mir spielen, Freund Xoti. Tikio zwinkert dir zu. The more I try to be the Tikehu I know I am, the harder I am constrained. What say? Je mehr ich versuche, der Tikeo zu sein, vor dem ich weiß, dass ich ja bin, desto mehr werde ich angeschränkt. Was sagst du? Er blickt zu dir auf. Du gibst den Erwartungen der anderen zu viel Macht. Die anderen wollen dein Potenzial entfachen. Das kann nicht schaden. Niemand sollte dich dazu drängen, etwas zu sein, was du nicht willst. Die Gilde und die Stämme überschütten dich mit Ansehen. Sie verdienen es, etwas zurückzubekommen. Nein, sicher nicht. Niemand sollte dich dazu drängen, etwas zu sein, das du nicht bist. Ja, du gibst in Erwartung der anderen zu viel Macht. People who made Tikehu the savior of the tribes. Aber es sind die bewundernden Leute, die Tikeo zum Retter der Stämme gemacht haben. Er zuckt mit den Schultern und seufzt. Many think that I have a duty to the Hoana. I say I am the only one unconvinced. Viele denken, dass ich den Hoana gegenüber verpflichtet bin. Ich sage, ich bin der Einzige, der davon nicht überzeugt ist. Es ist merkwürdig, wie du deinen eigenen Wert unterschätzt. Ich bin der Fürst von Kitnur, aber ich baue meine Festung auch nicht wieder auf. Die Hoana brauchen jemanden wie dich, um die Stämme zu vereinen. Der Einzige, der dir im Weg steht, bist du. Nehmen wir mal die zwei. Ikera, just so. Ikera, so ist es. Sein Mundwinkel zuckt. Tikeo zögert zunächst, doch dann umschließt er deine Hand mit seiner. Die Schuppen an seiner Handfläche sind so kratzig als auch warm. Gerade als es scheint, als ob er sich losreißen wollte, beugt er sich stattdessen näher zu dir. I know how I seem. We did not have this word conceded before Adirans landed on the Isles. Ich weiß, wie ich erscheine. Wir kannten dieses Wort arrogant gar nicht, bevor die Edirianer auf unsere Inseln kamen. Ja, das gute alte Reich von Edir. Eine Nation, die vor 400 Jahren aus der Verschmelzung eines menschlichen und eines Elfenkönigsreichs hervorging. Beherrscht von einem Fersinjon, erster König, oder einer Merswin, erhabener Königin. Sowohl der Dürwald als auch Rezeras waren zunächst Kolonien vor dir. Riesiges Imperium hat zwei Kolonien verloren. Well, you've certainly made up for lost time. Also, du hast bestimmt die verlorene Zeit wieder aufgeholt. If Ngati had not touched me, I wonder if anyone would care. Wenn Ngati mich nicht berührt hätte, dann frage ich mich, ob es jemand interessieren würde. Tikeo scheint mehr sagen zu wollen, er hält sich zurück und lässt dich los. Die Welt um dich herum wird dunkel und nochmal verlangt etwas auch deine Aufmerksamkeit. Der Sog um Tikeos Seele. Ja, gehen wir uns mal hin. He has it backward, as usual. Armer Junge, er sieht das Gegenteil von dem, was er sehen sollte. Wie üblich. Eine sanfte, ferne Stimme dringt durch deine Gedanken. I did not choose him so that he could do great things. I chose him because talent should be fostered toward any end. Ich habe ihn nicht auserwählt, um Großes zu vollbringen. Ich habe ihn auserwählt, weil Talent zu jedem Zweck gepflegt werden sollte. Trauer und Treue sind in ihrer Stimme zu hören, aber etwas daran klingt für deine Ohren falsch. How fortunate that you are here to set him on the right path. Wie gut, dass du hier... You won't disappoint. Wie gut, dass du hier bist, um ihn auf den richtigen Pfad zu bringen. Ich weiß, dass du mich nicht enttäuschen wirst. Du hörst aus ihren Worten ein Lächeln heraus. Wisst ihr, das ist jetzt gerade Ondra, die wieder mit mir spricht. Als wir das letzte Mal im Gottespantheon waren, beziehungsweise im Beratsreich bei der großen Versammlung, warum auch immer das im Beratsreich abgeht, war Ondra nicht so überzeugt von mir, wie sie es jetzt gerade ist. Ah, apologies. I say I never miss an opportunity to talk about myself. Tut mir leid, ich sage, ich verpasse nie eine Gelegenheit, über mich selbst zu reden. Die Präsenz zieht sich zurück und hinterlässt dich auf wackeligen Füßen. Nichts an, zeigt dir Tikeo ein breites, protziges Lächeln. Ich habe Fragen. Ikera, I have answers. Du hast Fragen, Ikera, ich habe Antworten. Tikeo öffnet die Hand und bedeutet dir frei zu sprechen. Wo hast du gelebt, bevor du nach Nekataka gekommen bist? The Kahunga are my tribe, but my people settled on Atua. An island too modest to deserve the attention of maps. Mein Stamm sind die Kahanga, aber mein Volk sind die... hat sich auf Etua niedergelassen. Dies ist eine Insel, die zu bescheiden ist, um auf Landkarten Aufmerksamkeit zu finden. My mortal mother tans boar hides. My father trades in the abundance of pearls and opals Etua is blessed to provide. Meine sterbliche Mutter gerbt Wildschweinleder.
Mein Vater handelt mit den Perlen und Opalen, mit denen Etua gesegnet ist. When I was born, father called me his blue topaz boy. Als ich geboren wurde, nannte mein Vater mich seinen Blautopaz-Jungen. Der Kreo kratzt sich am Hinterkopf und grinst. Stammen noch andere Gottgleiche von Etua? Doubtless, I say. But I am the most precious gem of recent history. Zweifellos behaupte ich, aber ich bin der kostbarste Edelstein der jüngsten Geschichte. Godlike are revered as bringers of local change, but only Ingati's chosen is thought to deliver an omen for all Huana at once. Gottgleiche werden als die Überbringer von Veränderungen vor Ort verehrt, aber nur Ingati's Auserwählte können ein Omen für alle Huana auf einmal übermitteln, so glaubt man. Deine Geburt muss ein großes Ereignis gewesen sein. Ikera. High winds stirred the vigor of the seas. Two huts collapsed before our local storm speaker could shout down the weather. Okay, aber welche heftige Winde haben die Macht der Meere aufgewühlt? Zwei Hütten sind sich zusammengefallen, bevor unser örtlicher Sturmsprecher dem Wetter Einhalt gebieten konnte. Er strahlt vor Stolz. They say the skies only cleared when I fell into the midwife's basket. Peace had returned to the island. Or so the Mataru predicted. Das heißt, die Himmel hätten sich erst dann wieder geklärt, als ich in den Korb der Hebamme gefallen bin. Dann kehrte der Frieden zur Insel zurück. So haben es die Mataru wenigstens vorausgesagt. Was hast du denn auf der Insel alles so angestellt? Oh, I could not be kept from the water. So my father taught me how to dive for pearls and azada snails. Ingati filled my palms with riches on every harvest, I say. Man konnte mich einfach nicht vom Wasser fernhalten. Also hat mein Vater mir beigebracht, wie man nach Perlen und Azataschnecken taucht. Komisch auszusprechen. Bei jeder Ernte hat Ingati meine Hände mit Reichtümern gefüllt. Ich sage es euch. Können wir mal hinfahren und Geld verdienen? So 200.000 Kupferpanz. I came of an age to begin a man's pursuits. The Mataru reached out to the Kahanga Queen. Als ich in das Alter kam, mich den Aufgaben meines Mannes zuzuwenden, haben sich die Mataru an die Königin der Kahanga gewendet. Mataru war die höchste Klasse. Weighing my arrival against the forces that descended on her territory, the Queen could not invite Ingati's chosen into the Watershapers Guild fast enough. Die Königin hat meine Ankunft gegenüber den Kräften abgewogen, die in ihr Gebiet eingefallen sind, und konnte Ingati's Ingati's Auserwählte gar nicht schnell genug in die Gilde der Wasserform aufnehmen. Auserwählten, da fehlt wieder das N. The endorsement of a goddess is more valuable than currency. In harten Zeiten ist die Unterstützung einer Göttin weit mehr wert als jede andere Währung. Dann zurück zu meinen anderen Fragen. Ikera, sprich weiter. Erzähl mir etwas über das Wasserform. The art of our ancestors, I say. To bend water to our will is a gift from Mother Ingati to her chosen people. Deswegen macht ihr Aquarien draus. Die Kunst unserer Vorfahren. Die Fähigkeit, Wasser nach unserem Willen zu formen, ist ein Geschenk von Mutter Ingati an ihr auserwähltes Volk. Tekio strafft sich und strahlt vor Stolz. Seit die Verwüstung unsere alte Lebensweise zum Meer hinausgeschwemmt hat, ging zu viel dieser Kunst verloren. Periki, Founder of the Guild, organized the lore of Ingati's talent into a series of postures and meditations. We call the four forms of water shaping. Periki, die Gründerin unserer Gilde, nach der auch der Aussichtspunkt benannt ist, hat das überlieferte Wissen von Ingati's Fähigkeiten in eine Reihe von Haltungen und Meditationen umgesetzt, die wir die vier Formen des Wasserformens nennen. Was sind das für Formen? Try as we might to embody Ingati's element. Our bodies are not water. Ikera, this is the form of grief. A beginner's test. Auch wenn wir uns noch so angestrengt versuchen, Ingati's Element zu verkörpern. Unsere Körper sind nun einmal kein Wasser. Doch, so zu 70%. Ikera, das ist die Form der Trauer. Das ist eine Prüfung für Anfänger. Die Kyo schließt die Augen und bewegt schwungvoll seine Hand, atmet dabei straff aus. Scharf aus. The body's internal water is a force that conquers all. Even the mountain will bow to the stream. The form of hope, I say. Das Wasser, das sich im Körper befindet, ist eine Kraft, die alles erobert. Selbst der Berg ergibt sich am Ende dem Bach. Und die Form der Hoffnung. Die Kyo schlägt ein Bein über das andere und schwankt vor und zurück. Okay. Water commands its vessel, and the vessel can be shaped as surely as the mountain. The form of metamorphosis, Ikera?
Wasser beherrscht sein Gefäß und das Gefäß kann ebenso geformt werden wie der Berg. Und die Form der Metamorphose, Ikewa. Ja, be water, my friend. Tikeo öffnet die Augen, die nun an polierten Onyx erinnern. Sein Lächeln ist gierig, raubtierhaft. Er blinzelt und die Wirkung ist erloschen. The art is a challenge to grasp, difficult to master and impossible to perfect. Unless you are Ngati's chosen, I say. Es ist eine Herausforderung, diese Kunst zu begreifen, die schwer zu meistern und unmöglich zu perfektionieren ist. Es sei denn, du gehörst zu den Ngatis Auserwählten. Du hast vier Formen erwähnt. It is only by force of habit that I omit the final form. We do not speak of it in the guild. Oh, nun, es geschieht aus reiner Gewohnheit, dass ich die letzte Form auslasse. In der Gilde sprechen wir darüber nicht. The form of transcendence. Es ist die Form der Transzendenz. Der Kirsch schließt die Augen und konzentriert sich. Er streckt die Hände aus, die Handflächen nach oben. Beißt sich auf die Unterlippe und richtet seine ganze Aufmerksamkeit nach innen. Endlich schüttelt er den Kopf und entspannt sich wieder. Only a story, I say. Even crafty Pariki could not commit this ancient form to her scrolls. Ich glaube, das ist nur eine Erfindung. Selbst die äußerst fähige Pariki hat diese alte Form in ihren Schriftrollen nicht erwähnt. It was said that our ancestors could shape the very oceans of the Deadfire. This was Ngati's true gift, but we have yet to recover it from the ruins of our past. Es wird berichtet, unsere Vorfahren hätten selbst dem Meer des Todesfeuers eine beliebige Form verleihen können. Dies war ein Ngatis wahres Geschenk, aber wir müssen es erst wieder aus den Ruinen unserer Vergangenheit bergen. Erklär mir noch einmal diese Form. Ja. Gut, dann lass zurück zu meinen Fragen. Ikera, sprich weiter, lass uns verschwinden. Gut. Das heißt, wir gehen raus. Das mit der Wasserformer-Priesterin, das mache ich erst, wenn ich dann endlich mal Akemias Akemias Keller leere, was ich mich immer noch nicht so wirklich traue. Weil ich dort immer noch nicht die Fallen erkennen kann. Ja, ich könnte von hier aus direkt ins Gewölbe reisen. Das Loch, Graberstraße. Oder gleich in den Altstadtausblick. Gehen wir gleich in den Altstadtausblick. Wie wär's damit? Von da aus gehen wir hoch in Direos Versteck. Beziehungsweise erst einmal versuchen wir in der Graberstraße nochmal die Medizin zu kommen, die wir brauchen. Ich werde keinen von den Händlern dort töten, weder den Vitrak noch den anderen. Auch wenn es der Vitrak einigermaßen verdient hätte, ich meine, die anderen Leute, seine Schläger, sage ich jetzt einfach mal, sind ja nichts weiter als willenlose Sklaven seiner selbst. Aber wir können ja mal gucken, was wir mit denen noch anstellen können. Vielleicht sind sie eigentlich auch nur freiwillig da und fungieren als Sprachrohr für sie. Stufen hinabsteigen. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil da müsste ich wieder die Stufen runterspringen und da würde sich definitiv wieder jemand verletzen. Also nehme ich lieber einen Umweg in Kauf. Das ist übrigens auch noch toll, dass immer noch der Fluch der Dunkelheit auf allen lastet. Ich dachte eigentlich, Flüche gehen weg, wenn man rastet. Aber scheinbar doch nicht ganz.
Bei den letzten Flüche bin ich eigentlich durchs Rasten losgeworden. Aber vielleicht muss ich mit einem Buff rasten, dass das weggeht.